Eine touristische Hauptroute ist die etwas über 3 Kilometer lange Radstrecke von Barnekow im Südwesten von Wismar in Richtung Stadt gerade nicht, aber er bringt für alle Radfahrer Sicherheit. Bisher mussten diese auf der vielbefahrenen Landesstraße 12 unterwegs sein. Dass dieses Problem endlich Geschichte ist, daran haben viele Gemeindemitglieder teilweise über 25 Jahre geplant, hart gearbeitet, politisch gewirkt und 2 Millionen an europäischen Geldern eingefordert. Und dann gab es auf den letzten Metern vor der Fertigstellung auch noch Fahrbahnrisse und Corona-Verzögerungen. Nach all den Mühen gleitet der Radfahrer, der Inlineskater oder schreitet der Fußgänger nun angenehm parallel zur L12 von und nach Wismar und freut sich, nicht mit LKW oder PKW konkurrieren zu müssen.